Hallo, einen wunderschönen guten Tag. Ich mache mal hier heute eine Freestyle-Rezension mit einer ganz tollen Lampe. Die muss erst aufgeladen werden. Ich kriege die einfach nicht in Gang. Ich denke mal, die braucht jetzt erstmal einen Schluck Sonne. Und genau da schaffe ich sie auch gleich hin. Ich wollte sie euch nur mal zeigen, wie riesengroß sie ist. Das ist eine richtig schöne Straßenlampe. Also eine Außenbeleuchtung mit einem Ausschalter. Das Befestigungsmaterial, hier die Stange, Schrauben und dergleichen ist alles mit dabei. Ja, ich gucke mal schon, hier sind überall diese Flocken vom Styropor. Ich hasse Styropor, das klebt einem immer so an. Eine Fernbedienung hat sie, kann natürlich getimt werden. Induktion bietet sie an, ebenso wie dauerhafte Beleuchtung. Und ja, Induktion ist ja, dass sie da reagiert auf Bewegung und die dauerhafte Beleuchtung kommt in abgeschwächter Version praktisch von der Dämmerung an, von der Abenddämmerung an bis zur Morgendämmerung, damit man so ein leichtes Orientierungslicht hat. Bei dem Induktion übrigens, da geht sie auch, wenn sie keine Bewegung erkennt, in den Ruhemodus in abgeschwächter Version. Ich glaube, 30% waren das. Ich habe das schon irgendwo gelesen. Muss aber erst noch gucken. Schaut mal, hier sind auch so viele Styroporflocken. Ja, das muss ich immer erst wieder absaugen. Das geht natürlich alles kaputt. Deswegen nehme ich das auch gar nicht weiter raus. Lass das hier drin. Und die Batterien, ich habe in die Fernbedienung jetzt Batterien von mir reingemacht, aber es reagiert nicht, es passiert nichts. Egal, ob ich an- oder ausdrücke. Das Handtuch habe ich übrigens untergelegt, weil ich dachte, ich könnte das ein bisschen austricksen, das Solarmodul. Das ist ja richtig schön groß, schaut mal. Eine richtig schöne große Sache ist das. Ich habe gedacht, ich könnte es austricksen und eine Dunkelheit vortäuschen, wenn ich ein Handtuch drüber lege und das dann noch selten verkehrt hingelegt hat, aber nicht funktioniert, sollte nicht sein. Ich lade es erstmal auf und wenn es dann leuchtet, mache ich noch ein paar schöne Fotos davon und den Rest, den gebe ich euch dann in der schriftlichen Rezension. Das war es von mir erstmal. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, bleibt schön gesund und danke für die Aufmerksamkeit. Tschüss!